Hallo ihr Lieben, heute soll es ein kleines Tomaten-Update geben und zwar möchte ich euch zeigen, für welche Sorten ich mich dieses Jahr entschieden habe und ja, wie ihr seht, werde ich ganz viele Sorten bei mir aus dem Shop anbauen, einfach weil ich wissen möchte, wie hoch die Pflanzen werden, wie sie schmecken und möchte die Produktbeschreibung noch etwas ergänzen und ein paar Sorten, die hörten sich einfach so toll an, dass ich da wirklich neugierig drauf bin und die unbedingt ausprobieren möchte. Ja, ich zeige euch einfach mal kurz, für welche Sorten ich mich entschieden habe. Hier die oberste Reihe, das sind freilandtaugliche und braunfäule resistente Sorten. Da habe ich mir die Primavera ausgesucht von Culinaris. Die hat super ertragreiche Rispen auf den Bildern und die soll auch super lecker sein und braunfäule tolerant. Dann habe ich mir ausgesucht die Rondobella, die auch sehr widerstandsfähig ist. Die Philamina, die ja auch Bonbon-Tomate genannt wird und richtig leckere Naschtomaten produziert. Die Dattelwein, die hatte ich ja im letzten Jahr schon, die hat sich auch super im Freiland gemacht. Die macht ja so wunderschöne Multifloraristen. Die Primabella, die ja auch super robust war letztes Jahr bei mir, die darf natürlich auch wieder nicht fehlen. Dann möchte ich die Viva Grande ausprobieren, eine Fleischtomate, die braunfäule tolerant ist. Und die Clou mit dem kartoffelblättrigen Laub, auch sehr robust fürs Freiland geeignet. Und die Rio Grande, auch sehr tolerant und fürs Freiland geeignet. Genau, das ist jetzt die Kategorie freilandtaugliche Tomaten. Die werden alle bei mir übrigens im Freiland wachsen. Und ich möchte aber ein paar robuste, resistente Sorten mit dabei haben, damit ja, ich eine Ernte bis in den Herbst habe. Und ja, wenn ihr mal schaut, ich habe auch zu den braunfäule toleranten Sorten ein extra Video gemacht. Ich verlinke euch das einfach mal unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr da mal reinschauen. Ja, was ist noch mit dabei? Die Tigerfamilie darf bei mir nicht fehlen. Ich möchte dieses Jahr alle vier Sorten im Vergleich anbauen. Da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Und ich finde die auch sehr lagerfähig, diese Sorten. Das heißt, ja, die werden nicht so schnell matschig, wenn man die gepflückt hat, sondern die können auch ein bisschen länger liegen bleiben. Dann habe ich mir die Zebranella ausgesucht, eine schöne weinrot gestreifte Sorte. Die Green Doctor's Frosted, die so wunderschön, ja, so durchschimmernde Haut hat und ja, auch sehr lecker sein soll. Dann noch eine Multiflora, die Slivovitny, das soll eine alte historische Sorte sein mit riesigen Multiflora-Rispen. Die Black Sherry, ein Klassiker, die hatte ich schon öfters im Anbau und ja, die wird bei uns super gerne gegessen. Deswegen ist die auch dieses Jahr wieder mit dabei. Ganz besonders neugierig bin ich auf die Brandywine Sherry. Das ist eine rosafarbene Cocktailtomate, die auch super lecker sein soll und von der Brandywine abstammen soll. Die Pulchina, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Eine Datteltomate, auch fürs Freiland geeignet, mit festen Früchten. Und die Berkeley Tie-Dye Pink, eine wunderschöne Fleischtomate mit gestreiften Früchten. Und die Golden Bumblebee von Fred Hempel aus der USA. Eine wunderschöne gestreifte Cocktailtomate. Wer die übrigens noch haben möchte bei mir aus dem Shop, ich habe nur noch wenige Tütchen davon da und die wird auch dieses Jahr leider nicht nochmal nachgeliefert werden. Also wenn ihr die noch haben möchtet, dann gerne zuschlagen. Dann kommen wir zu den Anto-Tomaten. Ich finde das so, so toll, dass jetzt auch die Saatguthersteller einige Anthocyan-Sorten mit anbieten und ja, weil ich die super gerne habe und so schön finde und die auch besonders gesund sein sollen, habe ich da die Indigo Pear Drops ausgesucht. Eine gelb-schwarze, birnenförmige Cocktailtomate, die Bread's Atomic Grape, wunderschöne grün gestreifte Früchte mit Anthocyan. Und die Black Beauty, die hatte ich auch schon im Anbau. Super Tomate, ganz ertragreich, total lecker, wunderschön. Die möchte ich dieses Jahr auch anbauen. Dann habe ich die Ozu Blue P20 noch mit ausgesucht. Das ist eine kleine Cocktailtomate mit schwarzen Schultern. Die hatte ich auch schon mal, super lecker. Die fand ich super. Dann die Indigo Apple, die kenne ich noch nicht, das ist eine Sorte von Rheinsaat, auch eine Fleischtomate mit Anthocyan, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
So, dann gehen wir weiter. Vom Bingenheimer die Goldiana. Das ist eine orangefarbene Cocktailtomate. Die hatte ich letztes Jahr als Pflanze gekauft und fand die wirklich super. Die ist lagerfähig, total lecker und die ist auch noch im Herbst super nachgereift und deswegen möchte ich die dieses Jahr wieder mit dabei haben. Dann eine Zwergtomate, die Balkonstar und die Donatellina, die sehr viele Resistenten aufweist und ja, wunderschöne ovale, feste Cocktailtomaten hat, die bei uns besonders gerne gegessen werden übrigens. Diese schönen, knackigen, kleinen Tomaten. Die Marmorossa, eine wunderschöne, gestreifte, etwas größere Roma-Tomate von Bingenheimer. Auf die bin ich schon sehr gespannt und passend dazu die Roma Strié. Ich vermute, dass die beiden sehr ähnlich sein werden, aber ich wollte hier einfach mal einen Vergleich anbauen, um da ein bisschen mehr drüber erzählen zu können. Dann die Pantelli, das ist eine kleine, spitz zulaufende Cocktailtomate, die auch sehr lagerfähig ist und die in Italien wohl auch öfters zu Zöpfen gebunden und zum Trocknen aufgehangen wird. Und ja, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren, deswegen ist die auch noch mit dabei. Dann kommen wir jetzt zu den Fleischtomaten, die Ananori, wunderschön im Anschnitt, so marmoriertes Fruchtfleisch hat die. Dann die Flonda, das ist eine, ja, eigentlich eine Tomate, die so in die Cocktail-Salat-Tomaten-Kategorie müsste, aber die hat so Fleischtomaten-Optik und das fand ich ganz spannend und deswegen wollte ich die unbedingt mal ausprobieren. Die Calypso, eine grüne Sorte, gestreift, gemustert, sehr spannend. Die Cerny Prince, eine der leckersten Fleischtomaten, die mag ich unheimlich gerne. Und ich habe die jetzt, glaube ich, 2, 3 Jahre nicht mehr angebaut und jetzt muss die auf jeden Fall nochmal mit dabei sein. Und ja, die Tomate Rosa, eine wunderschöne rosa-pinkfarbene Fleischtomate, die sah auf den Bildern so lecker aus und da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Dann die Paul Robson, das ist eine rot-braune, auch leicht ovale Tomate, die kenne ich noch nicht und deswegen bin ich da auch besonders gespannt drauf. Die Cassio ist auch eine wunderschöne grün marmorierte Sorte, die wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Die Alberta Peach, das ist eine Pfirsichtomate mit behaartem Laub und behaarten Früchten und ja, mindestens eine flauschige Sorte möchte ich jedes Jahr mit dabei haben. Dann habe ich mir ausgesucht die Tomate Marmande, wunderschöne leicht gerippte Früchte. Das ist so ein Klassiker, den man auch im, ja, im Supermarkt oft findet, aber ich habe die tatsächlich noch nie angebaut und ja, jetzt wird die einfach mal ausprobiert. Dann eine neue Sorte von Culinaris, eine herzförmige rote Tomate und ja, ich finde die Form einfach wunderschön und deswegen wird die ausprobiert. Das ist eine Sorte Cuit de Taureau, also auf Deutsch übersetzt Stierhoden. Fand ich ganz witzig, das ist eine alte historische Sorte und super hübsch auf den Bildern und die möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Dann die Ananastomate, eine meiner Lieblinge, die habe ich sonst nie in Bio-Qualität finden können und der französische Saatguthersteller hatte die im Angebot und deswegen musste die auch unbedingt mit in den Shop. Und die Mandarine, die fand ich wunderschön von der Farbe her, so ein ganz, ganz hübsches Orange hat die. Und die soll auch sehr lecker sein und ja, die möchte ich auf jeden Fall mit ausprobieren. Und habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, die Sonnenherz habe ich vergessen. Das ist auch eine relativ neue Sorte mit orange marmorierten, herzförmigen Früchten. Und ja, die sah auch sehr, sehr, sehr attraktiv aus. Und die Malea, eine gerippte Sorte. Ja, gerippte Sorten, die finde ich auch immer sehr attraktiv von der Optik her. Und da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, außer den Sorten werden noch einige andere Sorten aus meiner Sammlung mit ausgesät werden, aber da steht bei mir die Planung noch nicht so ganz und deswegen ja, muss ich mir da noch mal Gedanken machen und das Ganze noch mal überarbeiten. Das müssten jetzt, glaube ich, 48 Sorten aus dem Shop sein und ja, ich bin auch ganz besonders gespannt drüber, wer hier so Last Standing Tomato in the Field ist. Einfach mal, um das so auszudrücken, also welche Tomate wirklich am resistentesten ist und möglichst lange durchhält.
Da bin ich schon sehr gespannt. Also ich denke, dass die Primabella da auf jeden Fall sehr weit vorne sein wird. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne von den anderen Sorten überraschen. Ja, das ist so meine Auswahl dieses Jahr. Und die Erde ist schon zum Dämpfen im Ofen. Und jetzt werde ich langsam mal die Schildchen vorbereiten. Und ja, ich freue mich schon riesig auf die Aussaat. Falls ihr noch Saatgut von Tomaten oder anderen Gemüsesorten braucht, schaut gerne mal bei mir im Shop vorbei. Und auch einiges an Anzuchtzubehör findet ihr dort, wie zum Beispiel Beschriftungsschilder, einen wasserfesten Bleistift und Pikierstäbe, Quickpot-Platten. Also schaut gerne mal rein. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.